Jungs, wie gesagt, ich habe nur Titel gesehen, aber warum Osama Bin Laden jetzt auf TikTok gefeiert wird. Wir alle kennen, also, ne? Der Al-Qaida, 9-11-Atze? Ich. Ist jetzt nicht unbedingt die Person, die man feiern sollte. Wir gehen rein. Liebe verrückte Stories. Stories, wo es dich hinsetzt und die denkst, das ist echt verrückt. Bin ich also so. Der ist echt verrückt. So auf Twitter unterwegs. Na, Osama gibt's auf Roblox. Hilfstecher und denk mal so, was ist denn aktuell los in der Welt? Ah, ne, Sommerhaus läuft wieder, stimmt. Lockdown, Geschlecht. TikTok. Was ist das, oder? Osama Bin Laden. Hab ich das? Das war doch schon vorbei, Digga. Nach Pakistan war doch wieder halb weg, dachte ich. Nach dem Pakistan-Exzellent. Er, Osama Bin Laden, hat mir die Augen geöffnet. Jetzt feiern woke Teenager Osama. Oh nein, wenn die Welt woke benutzt. Oh, hell nah. Bin Laden. 21 Jahre nach Veröffentlichung. Bin Ladens Brief an Amerika geht viral. Warum Millionen... Ich hab davon nichts mitbekommen. Jugendliche plötzlich Osama Bin Laden auf TikTok. Okay. Langsam bin ich schon an dem Punkt angekommen, wo es mir fast schon leid tut, weil ich sage, TikTok ist eine Drecksau. Nur der South Park Osama Bin Laden ist funny. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Kommt gefährlich. Ist das so ein TikTok? Nee, Twitter, ich hab Angst. Es gibt gute Creator dort, aber ihr macht es mir echt nicht einfach, okay? Die online schreibt. Eine Aber also wirklich, TikTok hat einen extrem beschissenen Ruf und es ist wirklich nicht so schlimm, wie man denkt. Also, da gibt es diese Ausnahmen, die stechen raus, aber der Große von TikTok ist bestimmt wirklich okay. Schrift des Al-Qaida-Gründers Osama Bin Laden sorgt 21 Jahre nach ihrer Veröffentlichung erneut für Aufsehen. Zahlreiche Nutzer zeigten sich in den sozialen Medien überrascht. Schock, schwere Not. Nein, Lem war doch ein Inside-Job. Ich hab's immer gewusst. Alles war eine Lüge. Warum hab ich noch nie was davon gehört? Vermaledeit! Ich glaube, die sollten einfach die Atombombe starten, weil die Welt soll sie enden. Ey, Kip, das ist... Gewinner-Mindset. Schreib das so auf Twitter mit einer Boss-Musik, denn das ist TikTok, das ist richtig. Weil du es nicht recherchiert hast, wurscht. Es ist noch immer aktuell. Reaktionen wie diese häufen sich derzeit in den sozialen... Ja, aber Junge, was auf TikTok ist, das muss man ja auch nicht ernst nehmen. Also safe die Hälfte trollt, der Rest capt auch und dann gibt es so ein paar einzelne verwirrte Gestalten, die das real meinen. Medien. In dem Brief an die USA im Original Letter to America begründete Osama Bin Laden seinen Hass auf die Vereinigten Staaten und rief zu Angriffen auf Zivilisten auf. Man stellt sich jetzt vermutlich die Frage, okay, wer was für... Kennst du auf real Osama Bin Laden nicht? Das ist 9-11 Twin Towers, das sagt dir was, ne? Das war der. Und noch viele andere. Also Al-Qaida, eine ganz bekannte Terrororganisation, war der Arzt, also wirklich ganz uncooler Terrorist. Für Orga-Stuff stehen da drinnen, dass Leute wirklich sympathisieren mit dem. Ist vielleicht Pizzagate doch real, okay? Sind im Grundwasser Chemikalien, die die Frösche schwul machen? Und was ist mit der Nikotinabhängigkeit von den Leuten? Vergiftet uns die Regierung? Das ist alles... Oh, was? Bro, wieso sieht der aus wie 14? Hat mit Nikotin auch gar nicht so viel zu tun. Also die Cola zum Beispiel, was ich hier habe, die ist überhaupt nicht mit Nikotin. Die hat gar kein Nikotin drinnen. Ich hab das... Danke für den Experten! Selbstexperiment gewagt und hab den Brief einfach mal gelesen. Ist zwar so anstrengend zum Lesen und so, aber es ist ein Wunder, ich bin nicht radikalisiert worden. Ja. Nicht schockschwere Not! Voll! Ich hab Horst verstanden. Das ganze Ding ist insgesamt 8 Seiten lang, in denen er darüber schreibt. Oh, 8 Seiten, Bro! Der braucht Submit-Server-Gameplay daneben. Er erstens, wie gesagt, so einen Hass auf die USA hat und warum diese Anschläge damals passieren mussten und warum eventuell auch noch weitere Sachen passieren werden. Es liest sich halt so ein bisschen wie das Manifest von irgendeinem Geisteskranken, aber das könnte auch daran liegen, dass es fucking genau das ist. Es geht halt im Prinzip wirklich nur darum, warum die USA ein schlechtes Land ist. Wo er nicht ganz unrecht hat, die haben echt massive Probleme mit Drogen und Waffengewalt. Jungs, die USA haben so, die haben so Probleme mit Fentanyl. Holy shit. Weiß eigentlich eh, oder? Aber jetzt nicht so schlimm in Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber steht jetzt nichts drinnen, wo ich... Ja, wir gehen auch gleich das Master-Best-Video rein. Weiß nicht, wusste ich noch nicht oder das überrascht mich oder das sind irgendwelche heftigen Inside-Infos. Er schreibt zum Beispiel darüber, dass die Amerikaner darüber entsetzt sind, dass er es 2001 nur auf Zivilisten abgesehen hat. Aber die sind ja auch diejenigen, die Regierung gewählt haben und deswegen sind die ja genauso schuld. Danach listet er auf, was die USA in jüngster Vergangenheit alles so für Verbrechen begangen hat, was fairerweise gar nicht mal so wenig ist. Danach schreibt er noch... Ja, die USA, wirklich, also gerade noch das Irak-Ding, holy shit.
Und warum die USA generell blöd sind. Also völkerrecht finden die auch nicht so geil, muss man sagen. Also zum einen, weil halt Prostitution erlaubt ist und weiß nicht, bestimmte Substanzen, solche Geschichten halt, weißt. Und zum Abschluss kommen dann noch einige Forderungen, die er hat, gemeinsam mit etlichen Drohungen. Also nichts, wie gesagt, was man nicht expecten würde. Stellt man sich halt nur noch die Frage, okay, warum trendet das hier? Warum im November 2023? Naja, in diesem Brief kritisiert er vor allem die USA, wie gesagt, aber auch die Beziehung zu Israel. Ich habe gar nicht zugehört. Warum ist jetzt Israel? Eine von den Achso, weil Existenzrecht nicht anerkennen, weil Osama Bin Laden war jetzt nicht so der Big Fan. Die Bin Laden gestellt hat, war, dass die... Oh nein, das nimmt eine ganz eklige Richtung, das wird eine ganz eklige Richtung nehmen, oh weia. USA, Israel nicht mehr supportet und das ist mir, also mir ist Retalk komplett wurscht, was ihr für eine Einstellung habt. Legit. Ich rede hier normal über Roblox, YouTuber und Gerüstbaupraktikanten. Bei mir bist du an der falschen Adresse. Auf eine Sache können wir uns aber, glaube ich, trotzdem alle einigen. Wenn du dich schon auf eine Person berufen möchtest, okay? Dann nicht Osama Bin Laden. Geh mal rein in die TikToks. This morning I read Letter to America, which is Osama Bin Laden's letter to America explaining why he attacked Americans. And I am ashamed to say that I... Not only have never read this letter. Warum willst du den Brief von den irgendeinen shitty ass Terroristen lesen, Doc? Also real talk. Warum? Wieso hast du nicht die Biografie von Mohammed Atta gelesen? Das ist cringe. But I didn't even know this letter existed. It's wild and everyone should read it. If you wild, haven't read it yet, read it. Auf However, Lock. Be forewarned that this has left me very disillusioned. And I feel the same exact way I felt when I was deconstructing Christianity. I feel a little bit just confused, like I have entered into another time. Hey, Jungs, ich versteh's nicht. Was ist das für ein TikTok? Wieso? Wo ist das Surfer-Gameplay? Wo ist das GTA-Gameplay? Ich versteh's nicht. Ich hätte jetzt schon lange weggescrollt. Timeline, what is this? So, I just read A Letter to America. I will never look at life. Wobei, der Name Letter to America klingt schon sehr cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Name klingt cool. Was drin steht, nicht? Genau wie Corpus Delicti. Corpus Delicti klingt bosshaft, aber der Inhalt ist shitty ass Hausen. I will never look at this country the same. I will never. Hey Wopte, grüß dich! Komm zum perfekten Zeitpunkt, Osama Bin Laden! Yay! Wir waren im Streambashtag! Let me know if you are also going through an existential crisis in this very moment. Because in the last 20 minutes, my entire viewpoint. Es ist gut, Jungs, wenn ihr 8 Seiten von den Terroristen lest, dass ihr erstmal eure Meinung komplett ändert. Das ist eine sehr gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. On the entire life I have believed and I have lived has changed. Because I feel like I'm going through like an existential crisis right now. It is literally... Digga, es ist bodenlos, Jungs, real talk. Was hast du gemalt, Wopti? The craziest thing I've read in a while. And while I can't say that I'm that surprised, I am pretty shocked. Ey, gefühlt sind das doch alles US-Amerikaner, oder? This letter, it becomes apparent to me that the actions of not... Ey, Doc, den Followers bereuen, bin ich early. ...and those acts committed against the USA and its people were all just the buildup of our government failing other nations. Oh nein, TikTok ist auch beladen, ey, das, oder? Juhu, wir haben Osama Bin Laden getötet. 2023, verdammt, das war... Wir haben den Falschen getötet, der war nicht der Richtige. Osama Bin Laden for President, what the hell? Was ist das? Also ja, das ist aber... Was? Entschuldigung für die Unterbrechung, aber what the fuck? Hast du vielleicht den falschen... Digga, aber Jungs, gefühlt ist auf TikTok wirklich... Also real talk, das sind gefühlt so eine kleine Bubble an Leuten, die wirklich völlig verloren sind. Und das ist wirklich nur ein kleiner Teil, aber der sticht raus, wisst ihr, ich mein? Oder hast du irgendwie vergessen? Also safe. 9 von 10 Nutzern, die das gesehen haben, dachte ich, what the hell? Vergessen, wer der Verfasser ist? Ich verstehe halt nicht ganz, auf was die Menschen jetzt draufkommen, dass die USA tatsächlich kein Unschuldslamm ist. Wie gesagt, wir haben es gesehen.
Aber wie Ludwig das in seinem Video schon verglichen hat, nur weil jetzt in der Vergangenheit ein gewisser Herr Adolf mal was Gutes für die Infrastruktur geleistet hat, sag ich auch nicht, ey. Hä, stimmt, der war doch tierlieb und Naturschützer, er muss eigentlich ein krasser Mann gewesen sein, bin ich Olli. Der Hund ist stabilo wie Füllfedern. Und wenn wir schon beim Thema sind... Darf ich eine Frage stellen, ohne getimert zu werden? Als wär ich der Timeout-Hase! Okay, ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten über den Bray geredet haben. Einen Typen auf TikTok, der gedacht hätte, er... Digga, was, den hab ich völlig vergessen. Was war das eigentlich? Er wäre die Reinkarnation. Also, egal, in Deutschland wäre das strafbar, ne? Ich bin kein Jurist, aber... Also, irgendwas daran wäre in Deutschland bestimmt illegal. Ich hab keine Ahnung. ...von dem Boy, okay? Ich weiß gerade nicht, was blöder ist. Vor allen Dingen, oh, hier unten steht's. Noch so eins, wie gerade das Dummes. Achso, ja, ja. Das gleiche mit, wir haben ihn, juhu, jawohl. Single Letter, no, so. Digga, was ist das für eine Bohne? Also, was ist denn das? After 20 years of it being posted to The Guardian, they deleted it this morning after a girl posted a TikTok. I said, oh mein Gott, der Überwachungsstaat, verdammt! So ein Misterbauch! An Instagram post about it, telling me to read it. I looked it up, went to The Guardian, and I found it first thing. I read it out loud, I cried. Die Jungs, die Hälfte! Bitte, lass uns das einfach ein, dass die Hälfte von ihnen trollt! Dann hast du vielleicht das Manifest von einem der schlimmsten Leute aller Zeiten gelesen und hast da gedacht, boah, das wird gut ankommen, wenn ich es im Internet poste. Als Konsequenz für diesen ganzen Aufschrei wurde der Brief jetzt nach 21 Jahren, 21 Jahre seit der Veröffentlichung, der war die ganze Zeit da, wurde er von der Webseite entfernt und auch TikTok hat sich drum gekümmert. Wenn man nach Letter to America sucht, wenn er... Aber wirklich wichtig und ganz, ganz richtig, ganz wichtig und ganz richtig. Mal alle Beiträge entfernt oder halt, wenn du irgendwelche Hashtags oder sonst was verwenden möchtest. Das möchte TikTok einfach nicht sehen und ich verstehe es so, immerhin wird er gerade mit dem Drahtzieher von 9/11 sympathisiert. Nachdem das Schreiben nun viral gegangen war, nahm die Redaktion den Text von der Seite. Menschen auf TikTok unterhalten sich über den Brief, haben Diskussionen über die Probleme mit Orten wie den Vereinigten Staaten. Und sie haben Angst davor, dass die Menschen an Informationen kommen und haben sich dazu entschieden, den Brief herunterzunehmen. Ey, doch, weil wir wissen, dass es auch, das klappt in Zeiten, wo das Internet extrem gut, wenn man es einfach aufnimmt. Holy shit, dann sind wir ja gerade fein raus und Schneider. Das ist, ach Digga, die sind Erwachsene! Ich bin 4 und weiß das Scheiße, jetzt ist meine Flasche ausgekippt! Kacke, die ist mein Vortrag, den muss ich im Montag halten! Scheiße, der ist nass! Kacke! Wartet! So eine Scheiße aber auch! Tatsächlich leitet der Guardian-Leser nun auf einen Artikel von damals weiter, in dem von der Verbreitung durch Extremisten und den Reaktionen der britischen und der US-Regierung berichtet wird. Kacke! Du findest den Brief halt immer noch im Internet, weil es ist jetzt nicht schwer, einen Brief der 21 Jahre... Das ist ein großes Stück Geschichte, by the way. Nur ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die Leute, die auf sowas reinfallen würden oder die davon geblendet werden und sich denken, oh mein Gott, dass die halt nicht mehr als 2 Minuten Recherche in Kauf nehmen. Jetzt ist aber das Problem, okay? Hab's fast, Jungs! Leute, die das sehen, die geblendet wurden von diesem tollen Schriftstück oder sowas, dass die sich denken, okay, das ist ein Versuch von der Regierung, hier irgendwelche geheimen Daten geheim zu halten oder sowas. Bruder, Scheiße, jetzt ist mir mein Klopapier runter! Kacke! Es ist nicht so, als müsstest du irgendwelche Mikrowellen im Pentagon DDoS, um an die Informationen zu kommen. Alter, andere Leute haben geglaubt, der Brief ist gefaked. Einfach gefaked. Es ist halt, schau, der Brief ist genauso echt wie der Fakt, dass Osama Bin Laden auf seiner Festplatte Hentais hatte. Viel Spaß. Die Festplatte bräuchte ich mal für einen Freund, Jungs. Was mit der Information? 4 Millionen Mal wurde dieser Brief an Amerika inzwischen geklickt. Vielleicht nicht nur von Sympathisanten, vielleicht der ein oder andere, der ihn dann auch nur einmal lesen will. Aber dieser Brief ist glasklar antisemitisch. Das ist sehr, sehr bedenklich. Und von den Republikanern hört man, ja, das hat seinen Grund in der Woken-Erziehung sozusagen an. What the heck? Diesen Universitäten, das ist jetzt so. Wie auf gar keinen Fall, Kennery, auf gar keinen Fall. Ich bin schon mit Kurs, Gieß und Kippen glücklich. Wenn das Kuchen-TV hört. Gefährlicher neuer TikTok-Trend wegen Schulden. Okay, Spaß beiseite. Man muss hier mal ganz kurz ernsthaft betrachten, was damit eigentlich passiert. Was wird mit der Information gemacht, dass hier irgendwelche Leute, weißt du, auf TikTok sowas machen? Natürlich wird erstmal politisch propagiert. Leute sagen, yo, das sind Leute, die für Werte XY stehen. Und die anderen sagen, na, das sind Verschwörungstheoretiker und die zu euch und so.
kannst direkt wieder vergessen. Ich habe mir so viele Tweets durchgelesen von Leuten, die wirklich unterschiedlichster Meinungen sind und alle haben gesagt, Junge, die sind einfach nur blöd. Jedem ist bewusst, dass wenn du sowas postest, möchtest du einfach nur entweder irgendwie edgy sein oder richtig knorke rüberkommen. I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me. Die Situation macht einem aber auch... das fand ich witzig. Ey, Kaiser ist ein lustiger Kanal, Real Talk. Kann. Einer sagt, boah, das ist voll das heftige Dokument. Und dann sagen alle anderen Leute, ja, macht Vollgas Sinn und sowas. Es ist Real Talk erschreckend. Ja, kein Nervis, so ein. Was noch erschreckender ist, ist, dass TikTok tatsächlich mal eingeschritten ist bei so einer Sache. Es ist halt nur schwer nachzuvollziehen, wie viele Leute da jetzt wirklich mitgemacht haben oder wie viele Leute das halt auch wirklich glauben. Das ist ja im Endeffekt nicht nur auf TikTok, sondern es können auch andere Leute lesen und so weiter und so fort. Und es sind halt dort die Menschen, die reden und du hörst halt gleich, wie blöd die sind. Hoffentlich können wir einfach ein bisschen mehr Allgemeinwissen vermitteln in Zukunft. So 2001 ist nicht so lange her, als dass das irgendwie, weißt. Aber falls euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich für's Zuschauen. Ey, gutes Video, aber ich bin völlig verstört von der Welt.